Hallo, ich bin Nadine Husenbeet und ich erzähle euch heute etwas über die Menschen, die mich auf meinem Weg begleiten. Also für mich die wichtigsten sind meine Familie, meine Schwester Jessica, meine Eltern. Familie ist für mich so wichtig, weil ich den Rückhalt in der Familie finde. Die Pferde schweißen uns zusammen als Familie. Wir haben immer ein Gesprächsthema. Wir wissen, was der andere macht. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes, was der Sport uns gibt. Natürlich ist das auch manchmal eine Herausforderung, in der Familie zu trainieren. Da fehlt dann vielleicht manchmal auch die Distanz, aber ich glaube, wir kriegen das super gut hin. Neben dem Training mit meinen Eltern trainieren ich noch mit dem Johnny Hilberer zusammen. Meistens sagen alle das Gleiche, aber wenn mir das dann nochmal jemand anders sagt, nochmal mit anderen Worten, dann denkt man drüber nach und denkt, vielleicht haben sie ja doch nicht so unrecht. Und das ist super gut und da freue ich mich, dass er hierher kommt und mich unterstützt und auf den Turnieren dabei ist und immer Hilfestellung gibt. Ja, noch zum Team dazu gehört natürlich die Helga Steves. Das ist die Besitzerin der Florida, der ich es verdanke, dass ich Florida reiten darf, denn die trägt alle Entscheidungen mit, die wir treffen und freut sich, wenn es gut läuft, ärgert sich mit uns zusammen, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Und dass ich die Chance habe, Florida zu reiten, das verdanke ich ihr, denn sie hat die Entscheidung, die wir familienintern getroffen hatten, dass ich Florida vom Papa übernehme, mitgetragen. Und das ist etwas, wo ich ihr auf jeden Fall jeden Tag wieder Danke für sage, denn das war für mich absolut der Durchbruch im Sport. Noch zum Team gehört unsere Pflegerin, die bei uns fest angestellt ist, die Rike. Sie managt den Stall und weiß alles, was zu machen ist. Dann haben wir noch Michaela. Sie ist unsere Aushilfe, die wirklich alles kann, also von Zäune reparieren über Pferde pflegen bis hin zum Trecker reparieren. Sie springt immer da ein, wenn Not am Mann ist. Dann natürlich noch Katharina, sie ist eine gute Freundin von mir, die mit mir zusammen auf die Turniere fährt und sich dort um Florida kümmert. Im Gegenzug dafür, dass sie mir auf den Turnieren hilft, helfe ich ihr dann auch bei der Ausbildung ihres Pferdes. Und das macht sehr viel Spaß. Ja, und mal sehen, wie das weitergeht. Mit meiner Schwester verstehe ich mich super gut. Klar fliegen da auch manchmal die Fetzen und die Türen knallen, wenn wir uns in den Haaren haben. Aber das ist genauso schnell wieder vergessen und sie unterstützt mich bei meinem Reiten total. Sie fiebert mit. Ich freue mich immer unheimlich, wenn sie mit auf die Turniere fährt und sie ist mein absoluter Glücksbringer. Also ohne unser Abschiedsritual fahre ich auch definitiv nicht los. Und wenn das mal nicht machbar ist, weil sie in der Uni ist oder so, dann muss das vorgezogen werden oder wir warten dann doch so lange, bis sie dann doch wieder zu Hause ist.